hallo Leute, ich bin wieder euer Charlie. Es geht in die Pilze, es hat gefroren heute Morgen. Sogar den ersten Schnee hatten wir gestern. Aber trotzdem, ich denke, dass wir was finden werden. Der Rüdiger ist da, der ist extra aus Finnland rübergekommen. Der möchte gerne auch mal hier deutsche Pilze finden. Die gibt es ja so selten in Finnland. Aber ich denke, da wird er heute Erfolg haben mit. Kommt mit, ich lade euch ein, sehen wir zu, was wir finden. So, hier liegen schon die ersten Pilze am Kreuz. Durchgefressen von Schnecken. Ja, hier haben wir einen Semmelstoppelpilz. Wie heißt der PLA auf Finnisch? Rusko Orakas. Ja, da weißt du Bescheid. Da kommt aus Russland wahrscheinlich. Genau. Und das sind hier rauchblättrige. Gelb ist nicht. Ja? Ja, manchmal nimmt die Kamera das nicht auf, aber hier einwandfrei. Rauchblättriger Schwefelkopf. Ein hervorragender Speisepilz. Das ist ein Pilz, den Laien nicht sammeln sollen, weil es eben nur diese Nuance unterm Kopf ist, die den von den giftigen Grünblättrigen unterscheidet. Ja, der Frost hat heute ganz schön reingehauen. Es ist wahrscheinlich heute der letzte Tag, wo wir überhaupt gehen können. Ich glaube, nach dieser Frostnacht werden uns die Pilze verabschieden hier und den Weg bereiten für die Winterpilze. Ja, hier steht alles voller Pilze, ganzer Waldboden voller Pilze. Die Leute sind zu doof zum Sammeln, glaub es mir, die haben nicht alles gefunden. Ja, da wächst auch ein bisschen Hallimasch. Aber schön schon gefrosteten Hallimasch. Hallimasch frost auch. Schöne gefrorene Korallen. Genau, hier ist ein Birkenpilz, ein Raufuß. Nein, ist eine Marone. Hier in einem Wurzelteller, da wächst hervorragender Hallimasch. Der ist also nicht so kaputt wie die anderen. Der kommt ins Körbchen. Na, der Trüffelhund, der ist jetzt dabei. Ja, der hat jetzt schon den Trüffel bestätigt. Schön geschützt gewachsen. Ja, guck mal, da sind sogar die Großen gut. Die haben auch keinen Frost gekriegt. Nee, der hat hier keinen Frost gekriegt. Ja, wir haben eine wunderschöne Morgenstimmung heute. Da macht Pilze sammeln Spaß, auch wenn sie teilweise gefroren sind. Haben sie bei uns auch, die Roten. Ja, das sind Speittäublinge. Aha. Und die haben auch schon oben so eine rote Kappe, so wie Sambal Oleg. Und dann kann man das also schon sehen. Das sind diese hellen Galettköpfchen. Ja, typischer Herbstpilz. Ach so, das ist ein Verwandter vom Trompetenpfifferling. Nein, ist kein Verwandter, ist eine eigene Art, das ist kein Leistling. Der hat aber zu Trichterpilzen. Nee, oder nicht? Denn die Galettköpfchen, die stehen... Nein, die sind, das ist eine eigene Art. Ja. Glaub's mir. Ja, aber ich esse nicht. Ich auch nicht. Nee, sind leicht giftig. So. Hm? Jetzt habe ich die richtige. The right angle. Ja, die Baumstämme, da scheint die Sonne rauf und die Feuchtigkeit. Das sieht aus, als wenn das kleine Vulkane wären. Hier
wächst noch ein Pfifferling im Frostboden. Ziemlich großen, schönen Pfifferling. Ja. Ja, hier stehen riesige Nebelkappen, also wirklich Okolyten. Da brauchen wir nicht zu fragen, ob das gefaked ist, das ist also echt. Ja. Ich noch hier einen safrangelben Scheinstreifling. Einer der besten Speisepilze, die wir überhaupt haben. Ja, da fällt der kleine Fähne hier vom Glauben ab. Pflücken dir. Ja, klar. Ich weiß so wie Pilze auf Finnisch halt, also Pela, ne? Pele. Paella ist ein spanisches Gericht. Da. Ein Schopftintling, essbar. Ja, hier hätte ich gesucht, weil so an dem Rande da, am besten so ein bisschen kaputt gemacht, das Ufer. Dann findest du Pfifferlinge. Nee, die sind gewachsen auch überall. Richtig überall. Ja. Guck mal, ein schöner großer noch. Ja. Hier so durch den Wald, das ist schon was Schönes. Eine ganz tolle Stimmung. Ja. Nee, ist keiner. Die sehen hier anders aus, Rüdiger. Die sehen nicht aus wie in Finnland. Das sind kleine Knöbelkes. Ich zeig sie dir gleich. Also hier ist eine Stelle, da steht alles voller Pfifferlinge. Und jetzt guck mal hier, man kann schön die gelben Flecken sehen im Moos. Ja, und jetzt kommt der Schnulli und er wird die alle abrasieren. Oh, das ist keiner. In Deutschland das Jedermannsrecht? Ja. Egal, wie in der Wald gehört und was da für Pilze stehen, jeder darf sie sich holen. Jeder darf sich holen. Es heißt nur im Gesetz, haushaltsübliche Mengen. Ja. Aber in Österreich sagen sie auch 2 Kilo, mehr nicht. Aber das ist hier bei uns nicht reglementiert. Also hier in den Knast gekommen ist hier noch keiner, der hier irgendwie so viele Pilze hatte. Jetzt sind wir am Westhang. Wir haben sogar hier in dem Wald noch schön Pfifferlinge gefunden. Ja, nur komisch, nicht eine einzige Marone. Also wie vorgestern stand der Wald, also der Wald, wo ich da war, noch voller Maronen. Und hier nix. Kannst du nicht abernten, der ganze Wald ist gelb. Ehrlich, wirklich wahr? Sag wirklich mal, wahr. Ja, wenn der Frost schon so 2-3 Mal da durchgegangen ist, dann wird das auch immer weniger. Aber das ist definitiv mein letzter Film für dieses Jahr. Ja, auch der Fliegenpilz ist auch schon dunkelrot vom Frost. Ja. Der hat sie hinter sich, das war mal eine Marone. Legen wir wieder hin zum Aussporen. Ja, ja, die sind schön, ne? Und das hier, guck mal, was für riesen Okolyten das sein können. Wenn man die so ausgräbt. Guck mal. Hier. Oh. Die ja, mehr stehen, der ist nicht alleine, 100% nicht. Ja, der ist auch schön groß. Ja, der war der Einzelstück. Nee, doch nicht. Ich nee, kann nicht sein. Nein, ich sehe noch was. So, dann gucken wir hier mal. Ja. Ja, früh am Tag. Hier wächst noch ein Marönchen. Halbes Stündchen. Hier Marönchen. Ja, das nehme ich mit. Ja. Hier, das ist doch Boden für Pfifferlinge. Da findest du nicht einen drin. Was du drin finden kannst, ist gleich, wenn wir gleich um die Kurve kommen. Könnte man noch mal Glück haben mit Trompeten, aber wie ich gesagt habe, sobald man um die Kurve kommt, hier steht also Cantarella tubaiformis. Auch da oben noch. Nicht? Will ich jetzt zeig mal raus, wie die aussehen, damit man eben unter den Kopf gucken kann. Ja, guck mal. Wie heißen die in Finnisch?
Kantarellas, oder? Nein, die heißen auf Finnisch Suppilo Vahvero. Aha, guck mal. Also das, der hat jetzt keinen Bogenschrei ausgestoßen, das war wirklich eine Sprache. Guck mal hier. Oh ja, da sind Schwäne. Ja, guck mal, da ist schon... Ja, die sind, wenn sie grau sind, dann sind sie die typische. Ja, nee, das sind richtige. Ganz typische. Ja, guck mal. Oh, hier ist sie auch mal lecker. So. Ach, du mit deinem Dicken. Ja. Ja, nimm mit. Den nehme ich mit. Schöner Junge. Ist noch einer mit Hall. Junge Hall im Arsch. Hat noch richtig Hall, der hier. Ja. Na, was hast du denn da für ein Gerät? Noch ein kleines Messer. Ja, den ersten, den ich finde dieses Jahr. Ein Rötelritterling. Endlich ein Rötelritterling. Ja, das ist also was Feines. An rauen Mengen. Ja, hier ab und zu. Semmelstoppelpilz. Ganz herrlicher Pilz. Ja. Ja. Ja, hier haben wir grünblättrige Schwefelköpfe. Ja, die Kamera erfasst es wieder nicht, ich sehe das. Aber da sind sie. Nein, das ist ein Scheidenstreifen. Nee, das ist ein Rosco. Hundertprozentig ein Scheidenstreifen, ich höre auf zu quaken, sehe ich doch von hier aus. Willst du den Pilzexperten als Lügner schimpfen? Oh ja, tatsächlich, du hast recht. Ah, ja stimmt, nee, ja. Mit dir kann ich mich nicht anlegen. Ja, das ist voll der Baumpilze, Zunderpilze. An so einem alten Fichten- oder Buchenstamm. Ja, den lila Lacktrichterling, den haben wir ja schon. Und dann haben wir hier noch einen Rehbraun. Ja, wir sind fertig mit dem Pilze sammeln. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr gewesen. Wir haben dennoch gut gefunden, teilweise gefrorene Pilze, denn es hat ziemlich starken Frost gegeben diese Nacht. Minus 3 Grad hatten wir bestimmt. Ja, und dann gucken wir mal eben ins Körbchen. Ich habe natürlich gesehen, dass der Rüdiger seine Pilze kriegt und da mal eben kurz resumieren. Wir haben Semmelstoppelpilze, wir haben Lacktrichterlinge, violette und rehbraune, wir haben Trompetenpfifferlinge, wir haben sogar einen lila Rötelritterling gefunden. Und naja, ist also schon mal was. Und auch Schwefelköpfe und Hallimasch und gelbe Pfifferlinge. Nicht? Also man sollte nicht glauben, was da noch zu finden ist. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Film und sage dann mal bis nächstes Jahr, denn das war es erstmal gewesen. So, tschüss.